Lehrt und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic 2012 Video. Dieses Mal beschäftigen wir uns damit, wie man den Strompreis sozusagen oder die Stromkosten berechnet. Ich habe mich hier oben verschrieben. Wie viel der Verbrauch über einen bestimmten Zeitraum ist oder aufs Jahr auch hochgerechnet und ja, wie das funktioniert, zeige ich euch ganz einfach mal. Von vornherein gesagt, das ist nichts für Überpros, die das alles schon sehr gut beherrschen, die kriegen das auch alleine hin. Also es ist nichts für Pros, sagen wir es so. Es ist ziemlich simpel und aber definitiv etwas, was in der Schule vorkommt. Von daher ist es ganz praktisch, wenn man sowas schon mal gemacht hat. Auf jeden Fall, legen wir los. Wir brauchen als erstes eine Variable vom Typ Double, die die Leistung heißt, oder so habe ich sie jedenfalls genannt. Falls man das Kratzen gerade im Hintergrund gehört hat, das war mein Kaninchen. Dann brauchen wir letztendlich von einer Textbox die Eingabe vom User halt, wo der letztendlich halt die Leistung eingibt. Und zwar nennen wir diese Textbox ganz einfach mal tb-Leistung oder sowas. Dann können wir das nämlich hier schon mal ausfüllen. tb-Leistung.text, das alles konvertiert in Double. Von mir aus können wir die noch von vornherein befüllen, dass die halt nicht leer ist. Bei mir ist das 450 Watt. Dann brauchen wir noch einen Button, der das Ganze auslöst. Den können wir uns schon mal schnappen. Am besten noch eine Combo-Box, wo wir dann verschiedene Stundenanzahlen rein tun können. Das mache ich jetzt mal eben. Mein Gott, alles durchklicken hier. So, jetzt hätten wir die Betriebsdauer pro Tag halt. Und letztendlich brauchen wir dann noch, noch eine Checkbox, können wir alternativ auch noch dazu nehmen, damit wir das halt aufs Jahr hinausrechnen, sozusagen CHBX ein Jahr. Und dann braucht man noch eine Textbox, wo der Benutzer eingibt, wie teuer das KW momentan ist. Also das KW H, so TB, Preis, sag ich mal. Da geben wir auch schon direkt was vor. Und zwar, wenn ich das hier mal. Oh, ich hasse die neue ID, ich hasse sie so krass. Steht denn hier mal Text? Ich finde es nie. Bei dem alten kommt man das schön auf Anhieb finden. Da, mein Gott, ne. So, das stelle ich auf, das geben wir in Cent an. Und daher, keine Ahnung, 17 Cent oder sowas. Ich schreibe extra schon 17.0. Mache ich jetzt auch .0 draus. Und das müssen wir auch noch standardmäßig befüllen mit einer Stunde. So, dann hätten wir das schon mal. Jetzt noch letztendlich zum Code. Dann brauchen wir noch eine zweite Variable, den Zeitraum. S double gleich CDBL natürlich wieder, damit das alles schön sauber ist. Dann nehmen wir hier die Checkbox, die benennen wir aber noch eben schnell. Wo haben wir es da? Beziehungsweise die Combo-Box CBX unterstrich Zeitspanne, beziehungsweise Nutzung pro Tag. Nehmen wir da mal eher. Nutzung pro Tag. Irgendwie so. tb-, beziehungsweise cbx Nutzung pro Tag. Punkt Text. Das konvertiert in ein Double. Dann brauchen wir noch dem D-Preis. S Double gleich cdbl. tb-, Strom. Wie haben wir das genannt? Preis, glaube ich. Preis. Punkt Text. Und letztendlich dem D-Kosten S double gleich CDBL. Ja gut, das brauchen wir jetzt hier nicht mehr wirklich, weil das ist jetzt alles mit Doubles gerechnet. D-Leistung mal D-Zeitraum, das in Klammern gesetzt schon mal. Das Ganze hier durch 1000.
anschließend mit dem Preis multipliziert. Ich weiß, vielleicht sind da diverse Klammern nicht nötig, bla bla bla. Ich zeige den einen Weg, der nach oben führt. Ihr könnt das natürlich umbauen, wie ihr möchtet und könnt. So, da sollte aber eigentlich noch ein Strich zwischen. So, und das Ganze nochmal durch 1000. Dann können wir hier letztendlich diese Sache mit dem ein Jahr checked machen, also mit dem Jahresding. Aber was mir auffällt, ich dachte eigentlich schon die ganze Zeit, dass wir das hier im Button-Event hatten. Haben wir aber nicht. Dann haben wir es jetzt. If CH CBX haben wir, habe ich die Checkbox auch noch nicht benannt. Ja, schlecht. Dann nehmen wir nämlich die jetzt CHBX unterstrich ein Jahr. Die habe ich da oben außersehen beim Text so benannt. Das wollte ich natürlich nicht. Ein Jahr. So. If CHBX unterstrich ein Jahr Punkt checkt. Wenn das halt ausgewählt ist, dann und wenn nicht. Wenn, dann soll das Label letztendlich, wo wir jetzt die Kosten ausgeben, das tue ich mal hier unten, LBL unterstrich Kosten. Da soll natürlich jetzt ausgegeben werden, was es kostet. LBL unterstrich Kosten Punkt Text gleich Math.round geben wir schon mal ein, Komma 2, hier kommt der letztendliche Ausdruck rein. Das wäre dann D Kosten mal 365, weil es ein Jahr ist. Punkt 0 schreibe ich aber, damit das direkt richtig interpretiert wird. Dann können wir das schon mal in Klammern setzen, die einzelne Formel hier, beziehungsweise die einzelne Rechnung. Das Ganze teilen wir durch 10. Das kommt dann auch wieder in Klammern. Und ja, letztendlich war es das schon. Das ganze Ergebnis wandeln wir dann noch in einem String um, damit es schön sauber ist. Andernfalls machen wir das praktisch oder fast dasselbe in Bund. Gleich Math.round. Brauchen wir nämlich letztendlich nur noch das hier durch 10. Und ja, damit das auch funktioniert, den hier noch dabei, damit das schön gerundet wird und letztendlich toString. Das Ganze sollte jetzt funktionieren, hoffe ich. So, 450,0 Watt hat mein Netzteil zum Beispiel eine Stunde Betriebsdauer am Tag und 17 Cent pro kWh. Ja, jetzt aktiviere ich mal die Checkbox und gucke, was dabei rauskommt. Das würde mich dann halt 27,92 € im Jahr kosten, wenn ich das eine Stunde am Tag laufen lassen würde. Ja, dann machen wir am besten hier noch und Euro. Hoffentlich geht das hier im Editor. Ich wusste, dass es nicht geht. Jetzt muss ich mal eben tricksen. Euro. Sonst sieht das ja ein bisschen doof aus. Wenn ich das Ding jetzt nicht checke, also nicht auf ein Jahr gesehen, sondern nur auf eine Stunde Verbrauchszeit, dann kostet mich das 8 Cent. Dann kann man natürlich zum Nachprüfen halt das mal in Online-Tools eingeben, aber das habe ich schon vorher getan natürlich, das stimmt alles. Und ja, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen und ich freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Tschüssi!